Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No Man's Sky. Ja, wir haben jetzt einen neuen Planeten erkundet, der leider nicht viel zu, viel zu bieten hat, aber egal. Dafür haben wir jetzt einen Hyperantrieb bekommen und ich glaube, ich kann den jetzt schon basteln. Moment, eine Warpzelle. Antimaterie. Habe ich keine Antimaterie? Ah doch, kann ich herstellen. Mach ich mal eben. So. Jetzt brauche ich noch Tamium 9. Aber ich glaube, hier ist überhaupt kein Tamium 9 auf diesem Planeten. Oder sehr wenig Tamium 9. Oder wir kaufen das einfach. Oder Moment, erstmal will ich diese Waffe haben. Weil die hat 2 Plätze mehr als meine alte. Yeah, neue Waffe. So. Oh, hier kann ich noch ein bisschen Geld abräumen. Ja, Geld. Geld, 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 Geld. Do you have money for me? No? No? Okay. Was ist hier? Schon wieder zu? Ja, typisch. Wir machen immer alles zu. Sehe ich aus wie ein Einbrecher? Was ist denn hier? Achso. Gibt es 2 Ausgänge? Hallo? Nein, bitte nicht schießen! So, ja. Guck mal, ob ich Tamium 9 kaufen kann. Dann brauchen wir das vielleicht nicht suchen. Nee. Nein. Das könnte ich kaufen. Kauf mal alles, was die haben. So. Also. Da ist das Ding noch. Cool. Da haben wir das Ding schon mal gekauft. Raumschiff. Kann ich das schon... Oh, falscher Knopf. Sorry. Ja, kann ich herstellen. Yay! Was? So. Ach. Quatsch. Ich habe was vergessen. Wir haben... Ah, Warpzellen. Genau, Warpzelle kann ich ja jetzt noch nicht herstellen. Ich brauche immer noch Tamium 9. Mein Gott. Vielleicht hat ja... Ah, genau richtig. Vielleicht hat der noch ein bisschen Tamium 9 für mich. Voll das U-Boot. Feind schlechter. Hallo. Boah, das hat ganz schön viele Piercings, ne? Monjan. Monjan, ich grüße dich, Monjan. Gra, Eindringling. Upschen, hab, wach, such, daimo. Ich habe kein Wort verstanden.
Der Krieger gibt ein zustimmendes Bellen von sich, um zu zeigen, dass er mit mir handeln will. Oh, ist gut. Nein, den Schiff will ich nicht. Nein, wir wollen kaufen. Muss er kaufen. So, ich brauche Tamium 9. Hast du sowas? Ups. Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, hat er. Am besten alles. Gib mir alles, was du hast. Dankeschön. Magmox. Was ist das? Iridium sogar. Ne, Iridium kann ich selber sammeln. Okay, danke. So, und kann ich... Ach, ich muss die erstmal herstellen. Ja! Uchi! Oh. Braucht man ganz schön viel davon, ne? Oh. Ja, aber das ist ja erstmal nicht so wichtig, weil wir wollen ja jetzt nicht direkt in eine andere Galaxie reisen. Ja. So. Wir wollen ja diesen toten Planeten hier weiter untersuchen. Meilenstein schon wieder. Boah, diese Kuhhaufen, ey. Ey, cool. Eine fliegende Insel. Ein fliegender Stein. Fliegender Felsen. Wow. Magic. Galaktisches Reisen aktiviert. Yay. So. Da gibt's was. Sendeturm. Ich glaube, da war ich schon. Ne, hier gab's doch einen Monolithen. War ich da schon? Oh. Ah, ich glaube, hier war ich auch schon. Oder? Lieber immer zur Sicherheit gucken. Nee, war ich nicht. Fragezeichen. Also war ich hier nicht. Aber hier gibt es wahrscheinlich nichts Besonderes. Inmut Einöde. Boah, ich hab schon wieder so ein Chip. Jo. Chip. Chippy. Unterschlupf. Nein, ja, Außenposten. Ein Unterschlupf. Aha. Ist er unter der Erde oder wie? Alles klar. Eben speichern.
Wo kriegt man diesen Pass her? Atlas-Pass. Wahrscheinlich von diesen Roboter-Viechern. Vielleicht muss ich mal irgendwie hier ein bisschen Radau machen, bis diese Kampfläufer kommen. Vielleicht haben die irgendwie so einen Pass. Man weiß es nicht. Bereits bekannt. Gibt's auch nichts Besonderes. Neue Technologie. Querschläger. Vom Blitzwerfer abgefeuerte Schüsse erreichen ihre maximale Ablenkrate. Mal gucken. Könnte ich vielleicht machen. Aber, ne, Querschläger. Ich weiß nicht, ob das so wirkungsvoll ist. Hallo. Guten Tag. So. Da wollen wir hin. Ja, ich habe kein Zeug mehr. Gut, dass ich genug Plutonium gesammelt habe. Start the engines. Mobsgeschwindigkeit. Das ist ein Sendeturm. Die sind immer gut. Die sollte man immer aktivieren. Ups. Bisschen weit außerhalb. Oh, geht schon. Also ich glaube, hier gibt es echt kein Leben. Das ist der tote Planet. Oh, Gag-Amulett. Magmox, cool. Ich fliege. Komm, mach mal hin. Und ich falle. Ah. So. Fortgeschrittene Lebensform entdeckt. Also bis jetzt habe ich nur Kackhaufen entdeckt. Oh, Monolith. Beruhigen. Atlas. So. Boah, das ist aber eine fette Box.
Erinnerungen von Eben Soet. Kriegerkörper wiederherstellen, Energie. Ich werde Teil einer seltsamen neuen Realität. Der uralte Fels öffnet sich. Im Inneren ist das ausgetrocknete Herz eines uralten Kriegers zwischen Holzsäulen eingespannt. Dort hängend pulsiert es langsam und schlägt noch immer. Darunter liegen auf einer staubigen Boden faltige Lungen, die für immer dazu verdammt sind, muffige Luft zu atmen. Ein vertrockneter Augapfel starrt mich an, ohne dabei zu blinzeln. Kriegerkörper wiederherstellen mit Energie, okay. Nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Oder? Herz und Lunge pulsieren harmonisch. Die Energie des Monolithen ist wiederhergestellt. Yay! Ja, ich bin Doktor. Doktor. Und bekomme ich was? Hallo? Hey, gib mir was. Hey. Okay. Emeril kann ich immer gebrauchen. Und Plutonium. Oh oh. Hallo. Ich hab nichts getan. Bin unschuldig. Wieder Plutonium. Ja, Plutonium haben wir genug. Fürs Erste. Aber Emeril könnte ich gebrauchen. Oh. Ja. Ja, hier gibt's auch nicht viel. Dieser Höhle. Aber man muss alles gründlich durchsuchen. Der Emeril. Guck, da haben wir schon wieder was gefunden. Nee, dahinter. Das Ding. Ah, nee, haben wir auch schon. Oh. Schade. Ist auch nichts Tolles. Nö. Da gehen wir mal am besten raus hier. Naja. Das für komische Lichter hier. Oh. Emeril nehme ich gerne mit. Wie?
ich ein bisschen rüberschmeißen. So. Emeril ist immer Platz. Weil Geld regiert die Welt, ne? So. Oh, das ist eine Station. Wo ist mein Schiff jetzt? Ganz schön weit gelaufen. Aber hier gibt's ja... gibt's echt nix. Nicht mal ein kleines Tierchen. Ups. Autsch. Das ist wieder so eine Hütte. Oh, ist das Aluminium? Ich glaube, das ist Aluminium. Aluminium kann man auch gut verkaufen. So. Das ist ein Öde. Dates? Kann man hier... kriegt man hier Dates, oder was? Valkyndolch. Ich auch direkt machen, weil ich glaube, ich habe keinen Platz. Ah, doch. So. Mach ich mal Monolith wieder. Ich hoffe, es ist nicht derselbe, den wir gerade hatten. So. Check ich mal hier die zwei Buden. Strahlenfokus Theta. Schnellere Bergbaustrahlprozesse bei ressourcenreichen Materialien. Bereits bekannt. Oh, ist ja nix. Irgendwie wurde dieser Planet ausgeplündert, glaube ich. Ah, Mist. Ich wollte ja Aluminium sammeln. Habe ich fast vergessen. Wenn das Aluminium ist, aber eigentlich müsste es Aluminium sein. Jo. Ja. Gib mir mehr davon.
So. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht, ne? So, aufgeladen und let's go. Hier gibt es nicht mal diese kleinen Monolithen. Ah, hier ist so ein kleines Lager. Was gibt's hier? Titan. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Radau machen. Aber ich glaube, ich bin voll. Ja. Ups. Ah ne, ich kann ja Titan trotzdem sammeln. Müssen wir meine Waffe eben umstellen. Sie kommen! Ah! Haha, ich bin ein Gangster! Nimm das, du Schwein. Tschüss. Nein. So. Das schnell aktivieren und dann verschwinden wir von hier. Yeah. Die Musik geht voll ab. Okay. Schnell weg. Let's go. Hier gibt's irgendwie nix. Oh, das sieht nach einem verlassenen, nach einer verlassenen Station aus. Ja, aber die Zeit ist leider um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen lassen. Und ja, bei der nächsten Folge werden wir halt diese Station weiter erkunden. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!